Servus, und Dave, warum ist der EVA? Wir sind in Black Ops 2, yay, und die ersten Wurfmesser rasseln schon ein mit meinem Einsatzschild, jawohl. Ach ne, das sind keine Wurfmesser, das sind dumme Achsen. Ich vergaß. Ja, das ist die dritte Runde der Gänsefüßchen-Serie, Gänsefüßchen in Gedenken an. Und zwar, ja, nochmal so als kleine schmackhafte Info, ich spiele das Schild in MW2. MW3, COD, Ghosts und Black Ops 2 und ich will es euch einfach nochmal zeigen. So, und was geht denn hier ab? Erstmal übelst viele Leute am Start. Was geht? Und ich sterbe da direkt. Naja, man muss erstmal wieder ein bisschen an die ganzen gediegenen Gegner hier gewöhnen und das Einsatzschild, was ja mal übelst komplett anders ist. Also bei dem Einsatzschild ist es zumindest cool, dass man... Oh, Alter, komm hier runter. Dass man ein bisschen geschützt ist vor Schüssen. Das heißt, wenn man vor dem Gegner steht und man dreht sich so voll 360 die ganze Zeit, da ist man besser geschützt als zum Beispiel in MW3. Aber hey. Ja, das Treffen mit dem Schild ist ein bisschen eine Sache. Pfirsich, ja. Pfirsich, ich bin nämlich für Obst, deswegen Pfirsich. Ja. Ihr habt gesehen, die Erschütterungsgranate besteht aus einem Material, was vom Einsatzschild abgeschützt wird oder abgeprallt wird, oder wie soll man es denn am besten sagen? Wenn ich in MW3 eine Erschütterungsgranate vor mich werfen würde und das Schild würde vor mir sein, würde ich geblendet sein oder erschüttert. Und hier ist es genau andersrum. Hier besteht es aus Materie. Aus Materie, die mich vor dem Ganzen schützt hier. Verdammte Axt. So. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Komm zu mir. Ich will dich töten. Da zum Beispiel. Oder da. Oder vielleicht da. Oder da. Alter Schwede, wie viel dumme Axt ich gerade hatte. Was ist da los? Leichtgewichtbündel auf linke Hände. Extreme Bedingungen habe ich übrigens als bürgsamen Schlüssel. Oh, du stirbst. Du stirbst. Könnt ihr euch noch erinnern an die tollen dumme Achsenmontagen? Die dumme Achsenmontagen. Jawohl. Also das Tier kann man echt... Aha, hat sie so gedacht, ne? Dass du rumkämpfen kannst, du Sau? Nee, mit mir. Hast deine Rechnung nicht mehr gemacht mit mir, Junge. Hast du nicht mit mir gemacht. Könnte man auf jeden Fall richtig geile... Oh, kann ich das mal ausreden, mein Satz, ey? Ohne dass irgendwas Aufregendes passiert? Meine Güte. Könnte man auf jeden Fall extrem geile Wurfmessermontagen machen. Beziehungsweise dumme Achsen, weil hier hast du einfach mal zwei am Start. Ja. Hast einfach mal zwei am Start. Also nicht, dass es nur eins reicht, nee, zwei. So, und ich habe natürlich wieder bloß mein Messer mit als Sekundärwaffe, deswegen musst du jetzt sterben. Oh, Alter. Machen wir jetzt Ringelreihe hier oder Ringelbeats mit anfassen. Was ist da los? Hey! Meine Güte. Hier geht's aber zur Sache. Und ich habe mich natürlich vergessen, wieder offline zu stellen. Super. Ach. Profi-like. Egal, bleiben wir jetzt online. Was ist da los? Hey. Vom Sniper oder was? Den werden wir jetzt erstmal eiskalt ermorden. So, also mit der Materie von dem Erschütterungsgranaten habt ihr auf jeden Fall verstanden, wie das ablief oder abläuft. Das läuft nicht so ab, 8 zu 7. Na gut, wenigstens bin ich Erster, weißt du. So, meine Damen und Herren. Dann haben wir nämlich noch Folgendes zu bereden. Und zwar, ihr müsst mal drauf achten. Warte gerade noch. Zack. Ihr müsst mal drauf achten. Und zwar... Wenn die mich anschießen hier noch, kommen nämlich so eine famosen Kugel... Ey, war das gerade eine Axt? What the fuck? Hier schwebt eine Axt. Ich sehe Geister. Auf jeden Fall, ja, kriege ich dann so eine tollen Einschusslöcher, mein tolles Schild, und dann sehe ich einfach mal überhaupt nicht. Sehe ich einfach mal überhaupt nicht, weißt du? Weißt du, weißt du, weißt du? Bams. Noch einer. Komm. Ah. Chickadim, chickadim, chickadim. Und das konnte man nicht bei MW3, boah, beziehungsweise ich glaube auch MW2 ausstellen. Und da hat man einfach mehr von dem ganzen Geschehen. Hat einfach den Überblick bewahrt. Und konnte es einfach mal... Boah, was da, ey. Junge, bleib hier, du Sau. Jawohl, hä, bloß einen Schlag gebraucht? What the fuck? Genau, so viel dazu. Da kann man nämlich wirklich den Überblick über die ganze Situation behalten, auch wenn man
Wenn der Gegner ein paar Kreisel um sich dreht, man konnte immer wissen, wo oben und unten ist und hier einfach mal überhaupt nicht unter. Ah, da war noch ein zweiter. Ach so, ist das. Hm, sehr. Genau, jetzt kommen wir wieder mal zum Thema. Und zwar das Thema, warte, wieder auf meinen imaginären Zettel gucken. Ihr wisst das, wie das ist. Ja, lass mich da mal gucken hier. Hier, raschel, raschel. So, dort steht drauf, wir spielen gerade Black Ops 2. Okay, legen wir wieder weg. Jetzt sind wir hier in Black Ops 2. Demnächst werden wir uns Ghosts mal anschauen. Beziehungsweise, ihr kennt es ja, wie ich dort versage. Haben wir jetzt gerade echt zwei Wurfmesser getroffen? Ich nenne es einfach Wurfmesser, egal ob es Äxte sind oder nicht. Ja, vielleicht werde ich da auf jeden Fall ein richtig geiles Gameplay machen und dann nachkommentieren. Bei Ghosts vielleicht auch nie. Mal schauen. Und dann sind wir fast schon durch mit meinen kleinen, ganz kleinen Gänsefischen. Sie eigentlich Gänsefischen? Ja, ich fand sie süß. Und ihr? Vielleicht kann man das demnächst mal mit irgendwelchen Waffen probieren oder irgendwie so. Oder allgemein mal des Öfteren. In MW2 mal ein bisschen uns umgucken, ob wir da ein paar Gegner finden zum Ummetzeln oder in MW3 oder vielleicht auch Black Ops 2 mal schauen. Also eigentlich an und für sich läuft es ja echt nicht schlecht. Man kann sich da gar nicht beschweren. Mit diesen Wildcards, die man da hat, kann man sich sozusagen zwei Dommerachsen ercheaten. Also nicht cheaten, sondern man hat einfach so eine Wildcard, die heißt dann extra. Ein extra sozusagen. Und da hat man noch eine Chance, halt. Da hat man echt noch eine Chance, das zweite Wurfmesser bzw. Dommerachsen zu treffen. Und das ist einfach, ja, das Geile hier an diesem tollen Schild, weil das bringt es echt nicht die Funktion, dass ich hinstellen kann. Gut, dass sie es ein Ghost rausgemacht haben. Deswegen, ja, gut. Ich glaube, das war's erstmal von mir hier, von meinem kleinen Spielchen in Black Ops 2. Habe übrigens extra für das Gameplay das Spiel wieder installiert. Mal schauen, vielleicht lasse ich es auch installiert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut's drin. Bis zum nächsten Mal mit dem gediegenen 1814, euer Stief Pitti. Tschüss.